Und auf mich auch nochmal, genau. Okay, auf den Schädel. Immer auf den Schädel. Der Schädel ist weg. Okay. Objekt, Tonic mit. Auf Luca. Und Drachenpanzer, Fleischwolf. Fleischwolf? Machen wir Fleischwolf an. Okay. Okay, jetzt machen wir mal einen Zyklon. Und du? Schläft Gegner ein. Ja, lohnt sich nicht wirklich. Attacke auf Drachenpanzer, los. Da macht sie 19 Schaden. Okay, das ist irgendwie sinnfrei. Okay, und du greifst an. Und damit wird 91 und 65. Oh, der ist schon weg. Jetzt kann ich... Oh, oh, jetzt fängt er aber an, hier so eine Rotze zu machen. Jetzt brauche ich den Zyklon nicht mehr. Ich weiß nicht, was Stichfind Schaden gemacht hat. Ich gucke erstmal, was Stichfind Schaden macht. Und was Feuerwurf in Schaden macht. Okay. Yay. Was hat denn jetzt das für einen Schaden gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Oh, es war schon. Was? Echt? Das war's schon? Okay, der Gegner war jetzt irgendwie... Okay. Bombs! Schön. Sie haben ihn kaputt gemacht. Reparieren, schnell. Jetzt hängen sie da. Die Deppen. Und ich kann über ihren Rücken rausgehen. Glaubt ja nicht, dass ihr so einfach davonkommen werdet. Glaubt ja nicht, dass ihr so einfach davonkommen werdet die ganze Zeit. Auf die Füße treten hier. Auf die Hände meine ich. Mit meinen Füßen auf die Hände treten. Ja. Oh. Truhe. Eine Unterkunft erhalten. War ich hier noch nicht? Ach nee, in der Zeit war ich ja noch nicht hier. Konnte ich mir ja noch nicht umgucken. Da ist dann auch wieder... irgendwo. Hallo. Sie entkommen! Wir haben keine andere Wahl als die Gewalt. Ja, jetzt rennen sie mir hinterher. Okay. Sie entkommen! Halt! Prinzessin Nadja. Das ist mein Freund, zeigt ihm euren Respekt. Aber... Könnt ihr keine Befehle ausführen? Natürlich! Keine Bewegung! Jetzt hat er es doch wieder geschafft. Wieso kommt er überhaupt von da? Das geht doch gar nicht. Tut, was König Gardia, der 33. sagt. Ich habe übrigens, mir ist aufgefallen, ich habe einmal der 11. oder 12. gesagt, keine Ahnung, auf jeden Fall war es der, genau, ich habe der 11. gesagt, es war aber der 21., glaube ich. Da war ich ein bisschen fail gewesen. Egal, und sowas. Da habe ich für die römische Ziffer irgendwie falsch gelesen oder überlesen, ein X vergessen. Vater! Du warst nie für mich da! Ruheprinzessin Nadja, der Thron steht über deinen persönlichen Wünschen. Was? Auch wenn ich einen Titel habe, bin ich doch immer noch ein Mensch. Seltsame Idee hast du draußen aufgepickt. Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesunden Menschenverstand, lieber Vater. Prinzessin Nadja. Ich hasse dich. Ich gehe. Ah, Prinzessin Nadja. So, komm da aus. Wir gehen. Tschüss. 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 Steht nicht rum wie die Ölgötzen. Hinterher. Oh nein. Papa. Prinzessin Nadja. Jetzt kommen sie alle hinterher gelaufen. Da sind sie hinterher. Ja. Kommen alle hier. Es gibt kein Entkommen. Ruhe. Ich will mich nicht rauslassen. Ich muss nach rechts gehen und kann nichts tun dagegen. Oh, sie holgen mir und sind ganz gefährlich. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Tun mir überhaupt nichts, wisst ihr? Deswegen, guck ich mal hier. Hier kämpfte ein Löwenfuchs gegen einen Löwen. Irgendwas ist da voll übersetzt worden. Oh, guck mal einer an, da ist ein Portal. Eine Sackasse. Ein Tor. Oh, ein Tor schon wieder. Aber ich will da nicht rein. Los. Aber wohin es führt? Wohin führt es? Ist doch egal, nur weg von hier. Nur weg hier. Luca, komm jetzt, sei kein Frosch. Ein Frosch hatten wir schon. Prinzessin Nadja. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Warum lese ich so komisch? Beeilung daraus. Bitte, komm schon. Ich will nicht. Hallo Kanzler, wie geht's? Prinzessin, geht weg von diesem Ganoven. Ruhe. Es gibt kein Entkommen. Doch, hier ist ein Weg. Tschüss. Haha, ich bin weg. Kabounce. Ich bin weg.
Aber wo geht's jetzt hin? Sie sind verschwunden. Im Sturz durch Zeit und Raum erwachte aus einem Traum. Okay. Schon da. Ihhh! Ja, jetzt sind wir ganz woanders. Autsch, das tat ja weh. An meinem Arsch. Hier findet uns der Kanzler nie und nimmer. Aber wo sind wir? Keine Ahnung. Die Zivilisation hier scheint so fortgeschritten, als wären wir in einer anderen Welt. Oder vielleicht in einer anderen Zeit. Das ist ein seltsames Emblem, durch Kraftfeld versiegelt. Oh, das kennen wir doch schon. Nur jetzt hier auch? Und Türen? Wie denn das zustande kam? Okay. Oh. Ja, hier sieht die Welt ein bisschen schlechter aus als gedacht. Aber wir können ja erstmal hier runtergehen. Und den Tran-Kuppel besuchen. Wo war ich jetzt eigentlich vorher? Dome. Hier ist niemand. Bangor-Kuppel. Und hier ist die... Wie war das jetzt nochmal? Dran-Kuppel? Aua. Dran-Kuppel. Kuppel. Oh, Kuppel. Okay. Alles klar. Was ist los hier? Hallo? Habt ihr Geld? Ja, klar. Das soll Geld sein? Naja, ich habe jedenfalls gute Sachen. Kaufen. Schnellfeuer für 1200. Eisenanzug für 800. Eisenhelm auch für 500. Würde ich sagen, kommen wir 3 davon. Und 3 davon. Auf die Waffe musst du leider verzichten, Mädchen. Eisenhelm. Eisenanzug. Mhm. Okay, du? Eisenhelm. Eisenanzug. Mhm. Eisenhelm. Eisenanzug. War doch besser als Damenkleid, oder? Ja. Okay. Jetzt machen wir es mal wenigstens richtig hier. Jetzt können wir den ganzen Rotz verkaufen. Stahldegen. Bronzerüstung. Bronzerüstung. Magnetklinge. Habe ich schon, aber brauche ich keine 2 davon eigentlich. Tschüss. Karateanzug brauchen wir nicht. Bronzehelm. Brauchen wir auch alle nicht mehr. Damenkleid ist auch weg. Ja. Ah, meine Accessoires kann ich gar nicht verkaufen, sehe ich gerade. Schön. Da möchte ich nochmal was kaufen. Kriege ich jetzt das Schnellfeuer noch? Ja, na klar. Gut. Geld sparen, irgendwie zahlt es sich aus. Ist mein Motto. Okay. Dann wollen wir der Luca doch mal ihr Schnellfeuer-Ding geben. Was sie etwas stärker macht. Wenn auch noch immer relativ schwach. Aber ich bin ja der Einzige, der richtig Fettschaden machen kann. Okay, was ist mit dir los, Digga? Essen gibt's in der Ares-Kuppel im Nordwesten, jenseits von Lab 16. Aber die Monster reagieren nicht auf Schwerter oder Pistolen. Okay. Friedenskuppel, nie gehört. Dies ist die Tran-Kuppel. Was war das? Friedens was? Friedenskuppel? Das sieht so anders, oder? Friedensdorf oder so. Königreich, wo? Essen gibt's hier nicht. Dies ist ein Enteron. Enatron. Ein paar Sekunden fühlt man sich ausgeruht, aber der Hunger stillt... Rup. Den Hunger stillt er nicht. Okay. Er geht nur... Bang. LP und MP wiederhergestellt. Aber der Hunger bleibt. Oh Gott, der Hunger bleibt. Ah, da komme ich auch nicht vorbei. Kann ich noch was mitnehmen? Nö, also hier gibt's nichts mehr. Und dann würde ich sagen, verlassen wir diese süße, wundervolle, niedliche Kuppel wieder. Mit den ach so fröhlichen, clownartigen Menschen. Und begeben uns zu Lab 16. So, und hier müssen wir ein bisschen mitdenken. Ja, weil wir haben gerade schon gehört, auf sowas reagiert sie nicht. Ja, sie kann heilen. Und sie hat eine Feuerattacke und ich habe auch schon eine, wer ist das? Blitzattacke. Ein Tonic Wow! Ekelhafter. Okay. Okay. Also heißt, ich muss mit Stich... Whoops. Kann ich Schaden machen? Oh, macht doch nicht viel Schaden. Autsch, autsch, autsch. Und... Saug mir nicht mein Hirn aus, das ist mein Hirn. Geh weg. Such dir ein eigenes. Machst du mal eine Attacke? Ich will mal wissen, ob ich die wenigstens verletzen kann. Und du warst Feuer. Ich glaube, für die auf jeden Fall brauche ich, brauche ich eine andere Attacke. 68, okay. Technik, Stich, probiere ich auch mal auf ihn hier. 62 auch nur. Okay, der ist aber tot.
Okay, kann ich sie jetzt verletzen oder nicht? Ja, ich kann sie schon verletzen. Es gibt hier auf jeden Fall Gegner, die nicht anfällig sind auf meine normalen Attacken. Deswegen, da muss ich aufpassen. Und den lasse ich jetzt nicht so einfach mein Hirn raussaugen. Okay, der ist tot. Die kriegen wir mit normalen Attacken runter. Okay, alles klar. Erstmal überlegen, schon eine Weile her, wie ich es gespielt habe, wisst ihr? Ja, da muss man... Ja, ist nicht alles so einfach, wie es aussieht, ne? 43 Erfahrungspunkte, 3 Technikpunkte, 80G, Ether, schön. Ether ist wichtig, weil... Brauchen wir. Die Ratte ist gefährlich. Die klaut mir Sachen. Okay. Okay, und... Oh! Ein Berserker erhalten. Ich denke mal, das wird eine Waffe sein für mich. Nein. Ah, Berserker ist hier. Ah, ach so, ja. Berserker heißt, es ist sehr cool. Ach, ist eigentlich auch eine bekannte Sache aus Final Fantasy, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise auch auf anderen Spielen ist es eigentlich immer dasselbe. Man verliert die Kontrolle über die Charaktere, dafür werden sie stärker. Ja, also sie greifen dann automatisch irgendwas an. Und machen auch mehr Schaden und alles, aber ich habe halt keine Kontrolle über sie. Das ist halt das Dumme. Okay. Attacke, neue Gegner. Ja, da gehe ich natürlich ganz klar mit dem Zyklon ran. Ja. Machen wir die alle fertig. Ganz klare Kiste. Boah, das war es auch relativ schnell dann gewesen für den Kollegen. Und jetzt machen wir einfach nur so. Er heilt sich noch vorher. Schön, was ihm überhaupt nichts bringen tut. Oh, du machst ihm überhaupt keinen Schaden. Auch nicht wirklich Schaden. Und jetzt komme ich. Mach ein bisschen mehr Schaden. Und das reicht auch. Ja, ja, ja. Ja, okay. Stufenlevelreihe und alles mögliche. So, jetzt müssten wir eigentlich auch schon fast alle Gegner gesehen haben, die es hier gibt. Okay. So. Haben wir es doch geschafft, wieder eine Ratte vorbei und finden wieder eine Struhe. Oh. Ja, okay, die kennen wir. Bis gleich. Und schon sind sie weg, die Gegner. Und wir haben eine Magnetklinge erhalten. Das war doch meine schwächere Waffe, die ich schon weg hatte. Nee, die habe ich immer noch. Was soll ich denn mit so viel Magnetklingen? Was für ein Quatsch irgendwie. Naja, egal. Okay. Okay. Na komm. Ein Magnetbogen erhalten. Okay. Dann haben wir auch eine schöne Waffe für Male. Wow. Und die ist einfach mal über doppelt so stark. Also doppelt so stark plus 3 nochmal. Schön. Das gefällt mir. Oh, jetzt müssen wir alle auf einmal besiegen. Mhm. Und die können wir schon. Bis gleich. Da sind wir wieder. Es geht weiter. Das ist doch wunderbar. Guck mal, hier sind ganz viele. Das ist doch schön, ey. Kommt noch jemand Neues dazu? Aber guck mal, das ist doch so ein Angebot zum Zyklon machen. Ah, da war er. Ja, komm. Das musst du einfach jetzt mal gemacht haben, oder? Ein bisschen warten würde, würde man vielleicht sogar alle 5 reinkriegen, aber... Na, das ist es nicht wert. Okay, jetzt zeige ich dieses Kampf, zeige ich da mal ausnahmsweise. Und guck mal, wie der Magnetbogen Party machen kann, wenn er will. Der hat auch, glaube ich, einen Special-Angriff. Der kann auch mal doppelt so viel Schaden machen. Ich dachte, das geht nur bei, ne? Bei Schwertwaffen und also Nahkampfwaffen. Okay. Okay, hier geht's weiter. Ja, ich habe mich von den Ratten bisher noch nicht sonderlich klauen lassen. Das geht eigentlich gut. Ja, und ich glaube, das sind die Gegner. Diese Gegner kann ich nur mit Magieangriffen töten. Das heißt, Male ist total sinnfrei hier. Er ist total der Held. Und sie kann immerhin... Nee, anders. Nein, sie kann immerhin mit Feuerwurf noch Schaden machen. Ja. Ich glaube, die haben auch sonst nur ein HP oder sowas. Man muss denen einfach nur Schaden machen. Sonst gehen sie halt hier tierisch auf den Sack, bis du halt rausgekriegt hast, dass du... Waffen nehmen musst, die magischen Schaden Angriffe machen musst, die magischen Schaden verursachen. Es gibt auch Magien, das habe ich ja schon mal gesagt, aber das ist noch keine Magie, das sind einfach nur Waffen, die Angriffe, die magischen Schaden machen, so. Da sind noch neue Kollegen. Oh, hier haben wir nochmal Gegner. Aber, glaube ich, schon altbekannt sind. Bis gleich. So, ganz einfache Aktion gewesen. Allerdings brauche ich jetzt mal langsam Ether und ich habe so viel gefunden, deswegen war es eigentlich auch schlau, die vorhin zu verkaufen. Aber ihr seht, es bringt nicht so dermaßen viel, nur 10 Stück, was schon recht schwach ist, aber ihr seht, Technikpunkte sind viel wert. Ah, was kommt jetzt?
Na, okay. Mit nur einer einzigen Attacke, da habe ich doch noch schnell mal auf die Aufnahmetaste gedrückt. Weil das fand ich jetzt gerade irgendwie schön. Oh, und ich werde angerufen, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz. Haha, da ist er wieder hier. Ja, mein Cousin hat mich angerufen. Meint so, hey, Weihnachten, Fotos machen. Er sagt nur so viel, ich muss zitieren einfach, ich fand's gerade so lustig. Hey, wir müssen Weihnachten Fotos machen. Ich sag, Fotos machen? Wieso Fotos machen? Ich sag nur so viel, ich habe ein Hasenkostüm. Okay, ich bin gespannt, was das wird. Naja, egal, jetzt spielen wir es mal weiter. Diesen Gegner haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist ein